Moin und willkommen zurück zu Space Marine 2. Wir gehen mal wieder direkt rein. Starten einfach mal die nächste Mission. Gucken, was uns da erwartet. Ah ja, ein neuer Patch. So, genau. Hier waren wir zuletzt. Ich frage mich, warum man den Helm abgenommen hat. Ich meine, ich habe eine Option mal eingestellt, dass der Helm immer drauf bleiben soll. Ist ja aber nicht so wichtig. Wir wollen die Kampagne weitermachen. Was haben wir denn schon? Korrekt. Mit der aktuellen Mission ist gemeint, dass ich hier einen Einsatz, glaube ich, gestartet habe oder irgendwie so. Was ist das für ein Ausrufezeichen? Das können wir ja auch nochmal kurz angucken. Haben wir hier nicht schon? Jetzt zurück in die Starthalle. Wir wählen jetzt eine Mission. Das sollen wir tatsächlich hier machen, ne? Na gut, ziehen wir einfach los. Welche Klasse nehmen wir denn mal? Wir haben, glaube ich, bisher... Wen haben wir denn bisher gespielt? Den hier? Ich würde mal bei ihm hier bleiben. Jo. Scheint so, als wenn man sich jetzt mit zwei random Spielern zusammengetan hat. Doch mal losgehen, ne?
Danke. Eure Mission ist es, mit dem gelagerten Prometheum in der Raffinerie den Schwarm zu zerstören. Die Katianer wurden beauftragt, euch zu unterstützen, aber wir können sie nicht mehr erreichen. Geht zuerst zum Stützpunkt der Katianer und seht nach, was passiert ist. Anschließend müsst ihr in die Raffinerie eindringen und dort den Sprengstoff platzieren. Er darf erst detonieren, wenn der Hauptschwarm in der Explosionszone ist. Captain Akaran wird uns per Box Anweisungen erteilen. Alles einsatzbereit. Pass auf, wo du hintrittst. Xenos nähern sich. Ekelhafter Tyrannidenabschaum. Ne? Wo ist die Kollegin? Oben. Was macht der Dritte? Machen wir nicht, ne? Aktiviere Auswechsvorteil. Pflicht wird ewig. Wohin den Graf haben? Um die Vorschriften zu gewährleisten, mussten wir ein paar Ladungen um 20 Meter versetzen. Eine einfache Aufgabe. Wir wussten, dass es hier Xenos gibt, aber es war so ruhig. Usle ging voraus. Ich sah nur noch zerfetztes Fleisch und Blut spritzen. Ich glaube, es war ein Schwarmabsorber. Was ich vor mir sah, erinnerte mich an ein Vogelnest. Er hat mir 2000 Credits geschuldet. Die Xenos waren damit beschäftigt, Woosley auseinanderzunehmen. Also haben George und ich mit den Bomben Schutz gesucht. Unsere Pflichten im Kopf. Todesengel. Einige dieser dreckigen Xenos sind unsichtbar. Das hat George gesagt, bevor einer vor ihm aufgetaucht ist. Immerhin ist sein Herz stehen geblieben, bevor das Vieh ihn in Stücke reißen konnte. Hab mich mit den Bomben versteckt. Geh zu diesem Punkt. Hoffe, die Konformität mit den Vorschriften ist gegeben, dieser Schack. Ja, und jetzt? Hier Stellung halten. Ich brauche
Ja, nee, komm. Geht's weiter. Magazinwechsel. Ah ja. Alter, was geht da ab? Sporenbomben. Setze Fragmentgranate ein. Ich muss nachladen. Pass auf, wo du hinschießt, Bruder. Du gräbst nirgends mehr, Venator. So ist es. Magazin raus! Magazin rein! Viele besser! Überfall hier. Hier sind Relikte. Das schürt meine Aufrichtigkeit. Das nehme ich mir. Nehme mehr Munition. Für den Nächsten.
wirklich. Bleib tot, Ungeziefer. Ich beobachte das Lager der Wache. Keine Posten da. Captain Akaran, keine Lebenszeichen am Astra Militarum Lager. Jedenfalls nicht von Menschen. Talassa, Sie müssen die Astra Militarum Zerstörungscodes in Ihren Besitz bringen, um den Sprengstoff zu zünden. Holen Sie sich einen von jedem Soldaten, den Sie sehen, tot oder lebendig. Dass die Tyranniden die Zerstörungscodes nicht aufgefressen haben. Venus greifen an! Metzelt sie nieder! Die Codes sind nicht hier. Wir meine Kollegen. Brüder, ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Ich hab die Zerstörungscodes. Captain, die Zerstörungscodes sind gesichert. Suchen Sie die Prometheum-Raffinerie auf und bereiten Sie die Sprengung vor. Nochmal. Stim injiziert. Wei, wei. Magazin rein. Schließe zur Feind auf. Der hinterhältige Bastard ist gefallen. Die Toren sind schon übel. Sammle Vorräte. Unser Befehl ist klar. Vorstoßen. Hindernisse auf dem Weg geräumt. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Nachladen.
Ja. So viel dazu. Auspex in Betrieb. Ja, die Beine sind aber schön schlammig geworden jetzt, ne? Ja, okay. Das hat wohl nicht so viel Wert hier. Hier werden wir den Feind niederstrecken, Brüder. Gut. Müsste ich auch einmal raus. Keine Ahnung, ob man da wieder reinkommt. Wahrscheinlich nicht. Also so eine unsichtbare Wand ist natürlich auch total dämlich. Wahrscheinlich von vorne starten, ne? Ne. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier auf schnelles Spiel gehe. Ja. Nee. Jetzt direkt nochmal starten werde ich nicht. Das heißt, wir machen einfach beim nächsten Mal weiter. Bis dahin ärgere ich mich über unsichtbare Wände. Und ja, dass anscheinend nur ein neu eingestiegener Mitspieler dann quasi weiterkommen kann. Das ist Quatsch. Naja, ist euch sowas auch schon mal passiert? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oder läuft bei euch alles einwandfrei? Würde mich tatsächlich interessieren. Wenn ihr mehr von Space Marine 2 sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.